Ich bin der letzte Leser, last but not least, Pablo Riera. Und ich möchte anschließen an dem Eberhard Halter seinen Text über Glück und dass jeder, der talentiert ist, das heißt nicht gleich, dass er glücklich wird mit seinem Talent. Es gibt viele verkannte Talente. Es gibt hier Leute, die hier gelesen haben. Da wird nie ein Spiegel-Bestseller raus. Aber das ist ganz große Kunst in meinen Augen. Kapitalismus. Kapitalismus und Geld. Kapitalismus und Geld hat keinen Gegenwert. Der Hintergrund ist, dass früher waren Goldreserven da. Also die Schweden haben das Papier erfunden und da waren Goldreserven als Hintergrund. Aber die Amerikaner haben das dann aufgehoben. Dementsprechend, Kapitalismus und Geld hat keinen Gegenwert. Was ist Geld? Was ist Ihnen unser Auftritt wert? Es ist alles relativ, wie auch in der Beziehung. Ist mein Partner mir etwas wert? Was ist wert? Wenn ja, wie viel? Und das ist die Krux. Liebe kann man weder mit Geld noch mit Kapitalismus aufwiegen. Wie gut, dass ich 107 Kilo wiege und hier was trinken kann. Abbild. Wahriges Abbild. Kein Foto, kein Gemälde, kein Werk eines Künstlers zeigt das, was du siehst. Kein Roman, keine Kurzgeschichte, kein Satz ist Wirklichkeit. Es ist ein Versuch, Zeit und Gefühle festzuhalten. Manchmal ist es nah dran an der Wirklichkeit. Manchmal trifft es den Nagel auf den Kopf. Und doch kommt es auf die individuelle Sichtweise an. Ein Foto einer Freundin blendet und stellt nur eine Momentaufnahme dar. Mir ist es noch nie gelungen, einen Sonnenaufgang festzuhalten, wie ich ihn sehe und der Mond heult in der Nacht.